Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Wir warten jetzt noch gemeinsam darauf, dass der Epi hier joint. Nee, der kann nicht joinen, weil das jetzt kann er joinen. Hi zusammen. Ja, du bist aber doch gar nicht da. Du kannst doch gar nicht Hi sagen, du Pflaume. Moment, der Episode One LP ist beigetreten. Der ist beigetreten. Da, da ist er, da ist er. Ja. Oh, Moment. Ich kann mich nicht bewegen. So. Ja, er ist da. Auch nicht bewegt. Er ist da. Juhu. Ah, nein. Das war der falsche. Juhu. Ja, hallo. Ah. Lach mich nicht aus, du blöder Kerl. Es gibt leider nichts, wo man dich mit schlagen kann. Das finde ich doof. Das sollte so das Spiel einfügen. Also, kleine Erklärung. Ich hatte ja irgendwann im letzten oder vorletzten Video mal gesagt, dass wir zwischendurch mal fleißig sind und mal ein bisschen was einfach abfarmen, also jetzt ohne Erweiterungen zu machen oder ähnliches. Das habe ich leider die ganze Woche mal einmal am Tag getan und einmal ganz am Anfang habe ich gedacht, das ist meine Farm und habe mich nämlich vertan. Das tut mir leid. Wir sind ein bisschen größer, wollte ich nur mal gesagt haben, von unserem Level her. Da kann ich aber nichts für und nichts gegen. Und ich muss mal eben Weizen neu setzen. Warte mal, ich schnapp mir mal eben. Bist du denn? Ach, der ist schon wieder einer auf Haus am Mann am Machen hier. Nee, ich habe nur Klavier gespielt. Ich hatte Klavierunterricht gerade. Ach so. Ja. Muss ich erstmal wieder. Der ist, ja, der weiß, dass ich auf Männer stehe, die musikalisch sind. Deswegen hat er Klavierunterricht genommen. Ja, ja. Ich habe ja Glück gehabt. Wie, du hast Glück gehabt, weil du gar nichts kannst, meinst du? Genau. Aber also gar nichts können im Sinne von musikalisch, meine ich jetzt natürlich. Aber das kann ich gut, gar nichts. Ja, das stimmt. Das macht er richtig sexy. Nein, aber ich muss ganz... Ich habe dir das ja mal irgendwann gesagt. Also Gitarre spielen oder von mir aus auch Klavier spielen, das macht Männer sexy. Wenn sie singen können, das wäre natürlich auch toll. Ich meine, in dem Fall muss ich ihm zustimmen, er kann gar nichts davon. Aber das weißt du nicht, du hast mich noch nicht Klavier spielen und noch nicht Dings spielen. Ja, auf meiner Gitarre wolltest du nicht spielen, da hast du dich immer permanent gegen geweigert. Und also sogar meine Mutter hat mal ein paar Töne gespielt. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt gute Töne waren oder nicht, aber sie hat mal ein paar Töne gespielt. Ich habe auch eine Mundharmonika hier, du könntest auch mal ausprobieren. Wieso ist das voll? Warum können wir hier, warum ist alles voll hier? Ich kann nichts. Ja, du könntest vielleicht mal verkaufen. Ach, ey, alles muss ich wieder machen. Also ich bin jetzt nur hier, um den Weizen nochmal schnell in dieser Jahreszeit mal eben neu zu pflanzen. Weil den brauchen wir ja, damit wir die Gerste endlich mal freigeschaltet bekommen. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf vor lauter Aufregung. 3 Level brauchen wir noch. 3 Level! Warte mal, dann mache ich hier, auch wieder Wasser drauf. Ja, dieses Weizenfeld, das war übrigens das, was ich aus Versehen gemacht habe. Ich habe mir gedacht, ach ja, das ist ein also ich habe ein paar kleine Farmen gemacht. Warum haben wir so wenig Fische? Weil wir so wenig Geld hatten. Und jetzt haben wir mehr Geld, weil ich, wie gesagt, zwischendurch immer mal die Blumen und so abgeerntet habe. Warum haben wir so wenig Eier? Die müssten wir eigentlich... Oder hast du die gerade verkauft? Warte mal, ich kann dir welche besorgen. Hallo, meine Hühnchen! Selber Eier. Hier ist die Gameplayerin. Ich klaue jetzt alle eure Eier. Schön liegen bleiben, ihr Süßen. Einfach weiter schlafen. Oh, ein paar habe ich aufgeschreckt. Tut mir leid, die sind aufgestanden. Aber dafür haben wir genug Salat und so ein Zeug. Das haben wir. Und ja, aber Salat ist wichtig für die Tiere, die wir nicht haben. Die wir nicht haben, ja genau. Jetzt müsste ich so einen Einspieler machen. Leider haben wir sowas nicht im Wo im ist denn das Lager? Das Lager finde ich gerade nicht. Ach so, wir haben auch noch was anderes. Ich muss mal eben mit dir zur Stadt reisen. Das war nämlich eins dieser Sachen, die ich aus Versehen gemacht habe, weil ich gedacht habe, dass es meins ist und nicht, dass das die Epi und also Gameplayerin und Epis Farm ist. Ich weiß nur gerade nicht, wo die ist. Warte mal, Schatz, komm mal mit. Ich muss selber suchen, aber komm mal mit. Ey, ist ja alles durcheinander. Ach, hier ist es, glaube ich. Guck mal hier, hier. Hier um die Ecke. Wir haben die Landschafts... Oh, ne, ist wieder der Falsche. Wir haben die Landschaftsbauagentur freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt alles nach unseren Wünschen gestalten. Genau. Ich gehe da mal wieder. Du kannst weiterverkaufen. Können wir nicht, weil
Weil wir kein Geld, weil doch Diamanten haben wir. Stimmt, ja, wir ach so, genau. Wir müssen noch wir müssen noch Erweiterungen machen. Warte mal. Ich komme mal zurück. Also ich glaube, wir könnten was erweitern, oder? Meinst nicht? Ja, laut Karte, also entweder oben. Das ist aber jetzt nicht oben, das ist links, wo ich hinlaufe. Ne? Entweder oben oder rechts. Da kann ich nämlich nichts sehen. Also nach Möglichkeit halt irgendwas, was relativ flach ist jetzt, ne? Damit wir da auch gut was drauf bauen können. Ich gucke hier gerade, ja. Du bist, glaube ich, nach rechts jetzt gelaufen, ne? Also was mir dazu immer fehlt auf meiner Farm, ist diese Kieferbäume. Da habe ich mir jetzt viel mehr von angepflanzt, weil die brauchst du für einen Laden. Der will die andauernd haben und auch für eine Erweiterung im Lager kommt das später. Deshalb habe ich mir die in zwei Reihen komplett hingesetzt. Na. Ja, hinsetzen können wir, aber das war ja eigentlich nicht das, was du jetzt gefragt hast. Also wenn wir hier nach gerade oben bauen, nach gerade oben, tolles Deutsch. Wir können auch mehr bauen, ne? Also das ist 2400 die nächste Erweiterung. Ich würde sagen, dann nehme ich das hier oben einmal mit. Weil das ist fast flach, bis auf in der Mitte, da geht es ein bisschen runter. Das könnten wir vielleicht dann eben machen. Ich weiß nicht, wo hier oben ist, aber ja, hier oben ist, wo ich bin. Hallo? Die kleine Gameplayerin guckt gerade über ihren, über die Mauer rüber. Hä? Ach, da. Okay. Also, wie gesagt, ja, hier, wo ich jetzt stehe, da ist fast alles flach. Ja, wir können ja mehr machen. Wir können ja zwei auf jeden Fall. Mach auf jeden Fall eine Erweiterung. Und mach da auch einen, wo man hinporten kann. Ich will nicht mehr so weit laufen. Ja, aber da müssen wir noch zwei Medaillen machen. Die kostet 4 Medaillen. Ich habe gerade welche ausgegeben, weil ich das Lager erweitert habe. Hallo, darf ich... Ach, du bist schon wieder nicht mehr hier. Also mache ich das jetzt hier oben. Ja. Wenn der EPE nicht da ist, dann holen wir uns jetzt die hier oben. Warum stehe ich denn hier die ganze Zeit zu warten, dass du dir das mit anguckst, wenn du gar nicht da bist, weil du wieder hinter unserem Rücken weg bist? Oh... Echt? Ich würde ja gerne sagen warum Männer, aber das so ist immer der Geld? Epi, der so ist. Aber es ist ein ganz so lieber. Das muss man auch warum sagen. Warum ist da so wenig Schleim nicht hier rum? Warum ist da so wenig Geld jetzt da? Weil du hier gerade alles ausgibst wahrscheinlich. Hier links ist auch vieles flach. Da sind auch Hühner noch dabei. Sollen wir das noch nehmen? Da können wir Kängurus züchten. Kängurus. Ja, nein, das ist... Muss immer fragen, ob die Kängurus auch liegen. Das ist mit Aber die müssen dann auch rumhupfen. Das ist mit Wüstenteil. Aber es ist sehr flach. Also das sieht richtig geil aus hier. Nehme ich das. Weil du jetzt ja gesagt hast. Wo bin ich denn überhaupt? Ach da. Okay. Du bist aber doch hier, oder nicht? Egal, er hat gesagt, ich soll es nehmen. Ich nehme es jetzt mal. So. Sowieso falsch. Ja, egal, was ich mache, es ist immer falsch in deinen Augen. Deswegen ist es ja egal, genau, was ich tue. Guck mal, und das hier, das ist nicht so flach. Warte mal, ich laufe jetzt hier nochmal die Runde. Wir sind jetzt auf der Karte, sind wir jetzt ganz oben angekommen. Ne? Ach, jetzt können wir das hier auch besser sehen. Ah, warte mal, wenn wir hier unten das nehmen, an der Seite, das ist zwar ein bisschen blöd dann, also mit dem, da müssen wir auf jeden Fall was hinbauen mit den Medaillen, auch dass wir da hinporten können. Aber die Fläche ist wohl auch ganz flach. Das ist natürlich, gerade für den Anfang ist das natürlich sehr wichtig, dass man viel flaches Feld hat. Weil da können wir dann auch gut unsere Fische und so draufstellen. Oh, da sind noch Blumen drauf. Können wir aber noch nicht holen, weil wir 4050 brauchen. Na super. Ich will diese Erweiterung. Aber du bist jetzt nicht beim Verkaufen, oder? Dann mache ich das jetzt mal. Hast du überhaupt irgendwas verkauft? Ja, ganz viel sogar. Und warum hast du die Blumen nicht verkauft? Doch, habe ich auch, aber da war voll. Also deshalb habe ich das Lager ja erweitert, damit wir mal mehr machen können. Ja, aber du, im Moment nichts erweitern mit Edelsteinen. Lass uns die eine Erweiterung lieber erstmal holen, weil wir jetzt kurz davor sind. Ich dachte, wir haben Weizen. Warum hast du nur Roggen gepflanzt? Wir haben ja keinen Weizen. Das können wir noch. Doch. Ist beides. Das eine habe ich gerade neu gepflanzt, das andere konnte ich aber noch nicht. Wir brauchen den Doktorfisch, hast du den schon gepflanzt? Findet Nemo. Dori. Das war die Antwort auf alles. 187. Warum kann man hier nirgendwo hinporten? Das sind keine Ports. Das war das, was so teuer war hier, ne? Muss überall sich hinfahren, laufen. Armen Füße.
Deine armen Füße, weißt du, ich habe heute den ganzen Keller geschrubbt und alles im Schweiße meines Angesichts, ja. Und du kommst hier an deine armen Füße, ich muss ein bisschen spazieren gehen. Hallo? Wer hat denn hier die Weizen wieder nicht gewässert? Außerdem haben wir so wenig. Jetzt habe ich hier. Ach, jetzt gibt es hier auch keinen Kraftstoff auf den. Ach, das ist. Ja, das müssen. Den könntest du einmal hinstellen, aber dann können wir keine Erweiterung machen. Das Problem ist, ich bin jetzt genau am Arsch der Welt, wo gar nichts ist. Doch, da vorne ist. Ja, ist doch einer. Schön. Nee. Wenn er nicht gerade abgeputzt wird, sodass du dann wieder weg bist. Das war jetzt irgendwie eklig, die Vorstellung. Das war irgendwie ganz eklig. So. Gameplayerin ist wieder so eklig unterwegs. Das bin ich immer. Aber ja. Wir sind, fast sind wir durch. Ich will noch die letzten. Komm, gib mir noch mal zwei Quests, wo ich ein bisschen was machen kann. Hier, wo ich Edelsteine bekomme, nicht wo ich Geld bekomme. Ich meine, gut, Geld ist auch okay, aber ich brauche Edelsteine. Weg da, Tusnelda. Hey, komm her, komm her, komm her. Ja, du hast Edelsteine für mich. Du bist ein guter Junge, aber es ist trotzdem zu wenig. Sag deinen Kumpels Bescheid. Ich brauche Edelsteine. Was habe ich gesagt? Wir brauchen 4050, ne? Also nichts mit Edelsteinen ausgeben aktuell. Will aber. Nein. Ich würde jetzt rüberkommen und dir auf den Finger hauen, aber... Jetzt haben wir 3900. Wie lange brauchen die immer? Die brauchen jetzt 14 Sekunden. Bist du auch wieder ein bisschen... Ja, ist ja gut. 150. Wir schaffen das noch. Das ist zwar jetzt alles so Kleinkram hier, aber ich laufe jetzt hier so ein paar Runden. Und dann schaffen wir das. Du musst ein bisschen Salat holen. Achso, der ist schon wieder leer. Wir haben jetzt 4012. Wir brauchen 4020 für die nächste Erweiterung. Wie 4020 Salat oder was? 4050, Entschuldigung. Salat oder was? Nee. Edelsteine? Ach so, Edelsteine, ja. Ja, Edelsteine, sowas haben wir auch, ja. Irgendwo. Warte, eins brauche ich noch. Eins noch, komm. Na, hier von allen mal eins weg. Also, jetzt haben wir nichts mehr. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück und dann dahin laufen, bevor der EP uns hier die ganzen Dinge ausgibt. War doch wirklich 4050. Ich mache jetzt einen Weg. Ich mache 4000 Wegsplatten dahin. Dann haben wir nämlich. Dann können wir eine Straße bauen, einen Highway. Nein, du machst nichts. Hallo, das kostet alles Edelsteine. Ja, sag ich ja, da wären die weg, wenn ich 4000 Platten legen würde. So. Ja, oh. Hat jetzt keiner gesehen. Nicht dem Epis. Nein, die hat Scheiße gebaut. Metten. Ja, das Problem ist, ich habe doch hier unten, wo meine Tastatur und Maus drauf ist, das ist doch ausgezogen. Und immer wenn ich ach, hier sind sogar 4 Blumenfelder. Oh, das ist schick. Guck mal, ob wir Pflaumenbäume haben. Ob wir einen Pflaumenbäume haben. Nein, ob wir Pflaumenbäume haben. Wir brauchen das für die Quest. Pfirsichbaum. Aprikosenbaum. Nein, wir haben keinen. Wir brauchen welche. Wir haben die doch noch gar nicht. Ach so, hier, die. Nee, wir haben keine. Mach mal, pflanz die mal irgendwo. Ja, warte, ich muss erstmal hier. Wo stellen wir die denn am besten hin? Hier haben wir die Bäume grundsätzlich. Wie viel brauchen wir? Ach, 50. Ah ja, das geht ja noch. Wir können das so machen. Du machst die jetzt aber nicht, ne? Also nicht, dass wir die jetzt. Nein, du machst die jetzt. Dir einen Auftrag gegeben, man hörst du gar nicht zu. Ich sage ja nicht, dass wir die jetzt hier doppelt machen oder so. Ich muss mir hier nur ein bisschen Platz mal kurz machen. Indem ich mal hier das Feld wegmache. So, Pflaumenbäume. Also die sind teuer. Sind wir gleich wieder pleite. Also mehr als die Vierer hier, die mache ich jetzt nicht. Ich hole jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld rein. Weil jetzt haben wir von den fast 300.000 oder was das war, haben wir jetzt nur noch 60.000 übrig. Also wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen hier... Ja, weil ja auch, du so viel verballerst immer. Ja, ja. Mach mal dies rein, mach mal das rein. Wir brauchen noch 50 Stück von.
Jalla, jalla, hier ab in die Kirche, wollte ich gerade sagen. Ab in die Küche. Wir können auch nur Weizen. Was erzählst du mir denn hier? Oh, warte mal, die Bäume sind immer auch. Pfirsichbaum, das ist auch mal gut. Die müssen wir auf jeden Fall auch mit abfarmen, ja? Schönen Gruß auch an alle, die neu dazugekommen sind. Ich habe jetzt heute, glaube ich, einen Kommentar gelesen, dass eine, ich habe jetzt leider den Namen nicht griffbereit, das Spiel auch mit ihrer Freundin angefangen hat und sich gerne mal mein Let's Play anschaut, um mal zu sehen, wie es bei mir so aussieht, also beziehungsweise, was der EP alles für einen Quatsch macht, ne? Das will sie bestimmt sehen. Nein, ja, wie andere das dann halt so machen. Und ich finde das auch immer sehr interessant, muss ich sagen. Wieso setzt du hier Kartoffeln hin und bewässerst die nicht? Ich habe die nicht da hingesetzt, die habe ich geerntet. Ja, und wieder neu hingesetzt. Ja, und das Bewässern bist du, außerdem hatte ich keinen Tank das mehr. Das Bewässern bin ich, ja, das ist ja eine tolle Aussage. Außerdem hatte ich keinen, ich hätte keinen Tiger mehr. Hallo? Alter, will der mich jetzt verarschen? Was machst du denn hier? Wir haben nur noch 3000, ich habe nichts gebaut. Ja, ich habe neue Schweine gebaut. Ich habe keine Ressourcen mehr. Was willst du mit Schweinen? Schweine braucht das Land. Ja, aber die... Die wollte ich doch eigentlich alle so in der Reihe irgendwie. Willst du die jetzt kurz zum Quälen stellen? Da musst du sie umpflanzen. Umpflanzen, die Schweine. Ja, weil sonst wissen wir überhaupt nicht mehr, welche wo sind. Wir brauchen dringend, wir müssen Mais ernten. Ja, dann musst du mal machen. Wollte ich, aber ich habe vorhin geerntet und dann war er weg. Und dann war er weg. Ja, aber nicht hier den, nicht den Roggen, ne? Da ist noch nicht die Jahreszeit für. Ja, den habe ich neu gepflanzt. Guck mal, der ist schon wieder richtig groß geworden. Der muss jetzt mal, muss auch mal bewässern machen. Wenn der Mann sagt, der ist wieder richtig groß geworden, ne? Dann nehmen Preis aus. Musste hier mal so ein Dinger hinmachen, so Sprengler, aber du hast ja keine Münzen. Hallo? Du hast gesagt, ich soll jetzt hier. Ich meine, gut, wir haben mittlerweile auch viel, aber ich soll. Das wäre auch gut, wenn wir auf jeden Fall auf der Karte links, wenn ihr die Karte öffnet, ganz links, wenn wir da mal was zum Porten hinmachen würden. Das wäre auf jeden Fall gut, weil da möchte ich gerne entweder Bäume hinmachen oder Felder. Weil es da so schön flach ist, weißt du? Wir haben ja hier vorne, das war ja auch alles flach, da haben wir auch die... Nee, war das hier? Nee, da hinten war das, wo du jetzt gerade rauskommst. Da haben wir ja auch die Felder hingemacht. Hast du den Würsing hier? Können wir den überhaupt machen? Können wir gar nicht machen. Nein, kannst du nicht. Aber du kannst hinten die Möchtegern, die chinesischen Auberginen da, die kannst du machen. Die habe ich schon gemacht. Hast du die schon... Ja, die hast du schon bewässert hier. Ist der hier alles schon wieder hinter meinem... ich habe was gesehen, was du nicht gemacht hast. Haha. Ja, da hatte ich bestimmt kein Dings für. Nee, die Auberginen, also die normalen Auberginen sind jedes Jahr. Kannst du die machen. Aber ich habe eben gesehen, dass du die gelevelt hattest. Also irgendwo müssten wir anscheinend nochmal Auberginen haben. Ich hör Erbsen. Bin mir jetzt aber nicht sicher, wo. Zählt der lilane Mais auch? Ja, Mais ist Mais. Wenn du den wieder setzen kannst, kannst du es machen. Okay, die können wir noch nicht machen. Oh, irgendwas. Irgendwas sind sie hier, glaube ich, wieder am Versprühen oder sowas im Dorf. Das stinkt bestialisch hier gerade mit offenem Fenster. Oh ja, ich mache die lilanen Karotten. Meine Farbe, die Gameplayerin-Farbe. Wenn ich den Geruch hier rieche, ne? Wenn die hier irgendwas versprühen, keine Ahnung, was das ist, dann tränen mir die Augen immer. Automatisch. Das ist ganz eklig. Ich weiß nicht, was es ist. Das hat der auch schon alles neu gesetzt hier. Das ist Kuhpups. Nee. Das ist die frische Landluft. Also, alles, was mit Kuhfladen oder so zu tun hat, das ist die frische Landluft. So. Ne, das ist ein Insider hier. Was stinkt denn hier so? Ja, Schatz, das ist die frische Landluft. Guck mal, der macht wieder gar nichts hier, der Epi. Der lässt die kompletten Felder mit Mais, lässt er einfach so... Ich bin etwas irritiert. Hier vorne kann ich abernten, da hinten nicht. Ja, weil die... Klar, ist ein paar Sekunden Unterschied, weil du die ersetzt dann. Ja, aber die sind immer noch nicht. Warte mal. Ja, es kommt noch.
30 so, ja. Sekunden! Hallo? Ja, weil ich glaub, da war mein Tank leer. Da musste ich dann erst wieder Tank holen. Und da muss ich jetzt hier eine halbe Stunde gefühlt warten, nur weil der Tank leer war. Da musst du mal vorher drauf achten hier. Nee. Nicht immer deinen Tank überall im Land hier verspritzen. Du musst mal in der Stadt auch ein bisschen was investieren, damit da der Tank voller ist. Ja, das habe ich übrigens gemacht. Das habe ich tatsächlich gemacht, als ich gedacht hatte, dass es meine Zweitfarm gewesen ist. Also ich habe ja ein paar Zweitfarmen. Das habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Und ja, da ist es dann irgendwie mit mir durchgegangen und ich habe nicht drauf geachtet, auf die Namen. Und irgendwann habe ich gedacht, die Struktur kommt dir aber so bekannt vor. Und habe dann gedacht, oh scheiße, das war ja die Let's Play Farm. Ja, und dann habe ich gedacht, oh scheiße, ich glaube, wir sind ein paar Level höher. Aber ihr seht jetzt schon, also wir gehen jetzt schon wieder auf 50 zu. Das geht halt sehr schnell, dass man dann levelt, ne? Wenn man einmal hier so einen Rundumschlag macht. Weil wir haben ja mittlerweile doch sehr, sehr viel. Oh, haben wir viel. Ja, guck dir das doch mal an. Alleine auf der Karte, was wir hier alles gesetzt haben. Wir haben ja jedes Mal, wenn was Neues gekommen ist, haben wir da ja wieder einen Streifen für gesetzt. Das darfst du ja nicht vergessen. Ah, er hat wieder gemalt, der Epi. Und Klavierunterricht. Klavierunterricht ist auch genommen. Mhm. Da war wahrscheinlich jetzt so ein hübsches Ding oder so, was der das gezeigt hat. Ja, ja, so eine junge Französin. Ja, ja, Französin jetzt auch noch. Ja. So, so. Nur weil ich mich eben mit Französisch gemeldet habe. Ja, ja. Das merke ich mir. Willst du da auch Unterricht haben? Ich weiß nicht, ob das geht. Die nimmt, glaube ich, nur Männer. Nee, nee, danke. Nur mit der Sprache hapert es ein bisschen. Warte mal, wir haben hier Karotten. Ich kann die Karotten neu machen. Ja, Herbst, Frühling und Winter. Ja, schaut euch die Roadmap an, die habe ich hochgeladen. Was sagst du eigentlich zu der Roadmap? Hast du dir das mal angeguckt? Ja, aber nicht so intensiv. Kannst du ja mal drüber reden. Hast du ein Video eigentlich darüber gemacht? Nicht, ne? Nee. Ich erzähle hier gerade, guckt euch mein Video von der Roadmap an. Das habe ich ja schon hochgeladen und er, ja, so intensiv nicht, ne? Musst du mal ein Video davon machen? So geht das jeden Tag privat. Also, ja, sagen wir nichts mehr zu. Also sie hat kein Video gemacht. Also braucht auch nicht gucken. Das habe ich gemacht, als es rausgekommen ist. Ich glaube, das war das Donnerstag oder was? Ich weiß es nicht mal genau. Und dann hatte ich jetzt allerdings die letzten 3 Tage extreme Migräne. Ich habe es noch nicht mal geschafft, mit dem Epi zusammen irgendwas aufzunehmen oder alleine was aufzunehmen. Es war wirklich grauenhaft. Dann dazu noch immer diese Übelkeit noch dazu. Also ich hatte richtig schwere Migräne, muss ich sagen. Und ja, der Epi hat sich gefreut. Er hat mal endlich wieder frei gehabt abends. Aber ja. Da sagst du jetzt nichts mehr zu, ne? Nee. Dass du dich gefreut hast. Ich bin fassungslos. Naja, war ich hier eben auch schon. Nee, die konntest du, glaube ich, nicht mehr machen, weil wir keine mehr haben. Die habe ich gemacht vorhin schon. Ja, aber die konnte ich jetzt wieder füttern. Ach so, warum will ich das eigentlich machen, wenn das doch schon fertig ist? Ich bin doch auch doof. Hast du gesehen, was ich uns freigeschaltet habe hier? Ja, hast du gesehen, du hast ja schon Schweine drauf gemacht, oder? Ja, ja, das habe ich da hingeknallt. Die armen Schweinchen, die sind hier so voll... Ohne jegliche Logik hier hingesetzt. Nein, da sind auch Hühner dabei. Deshalb habe ich gesagt, die Hühner müssen die Schweine da müssen aufpassen. Ja, aber wieso hast du hier so treppenweise die Schweine hingestellt? Achso, weil du kein Geld mehr hattest wahrscheinlich, ne? Weil wir hatten ja, ja auch 3000. Du hast das Geld verballert. Ja, ja. Vor allen Dingen ich. Wie weißt immer. Du? Ich bin da vorne alle Blumen am Abernten, damit wir wieder ein bisschen Geld reinbekommen. Auf einmal schwupps 50.000 weg. Ich denke, wo geht denn hier das ganze Geld hin? Warte mal, die Hühner hier oben kann ich noch machen. Die Schweine waren ganz schön schweinesteuer. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Mal diese Schweine hier. Und es war noch nicht genug. Und du hast noch nicht mal, wie wir eigentlich gesagt hatten, die Fische. Ach so, hier hinten haben wir übrigens ganz viele Fische. Wieso sagst du eigentlich, wir haben so wenig? Also ja, viele. So wenig. Ne? Nein, aber wir brauchen den Doktorfisch, brauchen wir, glaube ich, oder? Nee. Doch. Oh, die Pflaumenbäume sind fertig. Pflaumen? Achso, diese, die wir gesetzt hatten hier. Ja. Wo du zu wenig von gesetzt hast, muss ich noch eine Saison warten. Da hinten.
So, mach mal den Weizen. Damit unsere armen Vögel, wollte ich gerade sagen. Unsere armen Hühner hier auch. Oh. Nee, Roggen ist es, nicht Weizen. Oh, ich dachte gerade, ich habe es falsch gesetzt. Picken können. Bitte was? Nee, alles ich gut. Habe auch sehr junges Publikum. Ich weiß jetzt nicht genau, was du gesagt hast, aber... Nix. Ich müsste mir mal so einen Piepton, so Piep, müsste ich mir mal einbauen. Ich behaupte das Gegenteil. Ah. Erntest du hier die Tannen auch noch kurz ab? Ich mach mal eben den Roggen hier weiter. Ja, ich ernte gerade alle Bäume mal einmal ab, die in der Saison jetzt sind gerade. Weil wir brauchen nämlich fürs Verkaufen noch oder so. Das heißt, wir haben gerade Bäumchen wechseldicht gemacht. Oh Gott, irgendwie ist das jetzt mit dem Flachwitzen von meiner Tochter auf mich übergegangen. Ja. Ich glaube, die Störung ist drüben. Oh Scheiße. Eieiei, ich habe noch so ein paar doofe Flachwitze gehört in letzter Zeit. Also sei froh, dass du nicht da warst. Es war schlimm. Es hat an meinen Verstand gezogen. Hast du die Kühe schon abgeerntet? Ja. Ja, vorhin. Ja, aber die brauchen so lange. Ich glaube 2,5 Stunden oder so. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir die anderen Kühe auch schon gesetzt haben. Aber da wir... Ja gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr, weil ich jetzt hier die Dinger hier abgeerntet habe. Warte mal, haben wir hier noch einen Streifen? Ne, dieses Einzelne hatten wir noch. Da gehe ich auch noch mal kurz hin. Bevor ich dann... Achso, du bist schon am Bewässern. Ich wollte gerade sagen, da haben wir auch noch Hühner. Aber die Hühner, die sind immer sowas von schnell fertig irgendwie, ne? Also die weißen Hühner, die sind fleißig ohne Ende. Ich glaube 10 Minuten, ne? Oder? Ist das echt so schnell? Ich weiß es nicht. 19, 20 Minuten. Boah. Das ist heftig. Warum schneit es ja eigentlich gerade? Das finde ich nicht nett. Ich meine, als ich geboren worden bin, hat es auch angefangen zu schneien. Es ist Winter. Ja. Deswegen, als ich geboren worden bin, fing es gerade an zu schneien. Als meine Tochter geboren worden ist, hat es gerade angefangen zu gewittern. Ich weiß nicht, ob das irgendein... das kann, jetzt wird mir einiges klar. Ob das irgendwie eine Voraussagung oder so war, ich weiß es nicht so genau, aber... Da ist noch Futter. Soll ich denn hier mal vielleicht Fischteich... nee, hier wollten wir die Bäume hinmachen, ne? Weil wir hier vorne schon Bäume haben. Soll ich denn bei dem anderen, was ich freigemacht habe, soll ich da mal Fischteiche hinsetzen? Ja, aber pass auf, Fische sind teuer und kein Futter. Ah, da sind sogar schon Fische. Nein, das heißt, der hat immer Haihappen, Haihappen, Haihappen und dann Fische sind Freunde, kein Futter. So. Ja. Und wenn ihr jetzt wisst, aus welchem Film das gewesen ist, schreibt es mir in die Kommentare. Wir machen wieder Filmquiz. Ich mach das so gerne. Es hat zwar bisher noch nie jemand geantwortet, aber... Was meinst du? Ich dachte, dann kriegen sie einen Lolli. Nee. Dann kriege ich ja einen auf den Deckel. Wenn ich wieder wahllos Lolli verteile. Ja. Warte mal, hier sind auch wieder... Soll ich die Fische alle zusammen machen, dass wir nur einmal ernten? Also einmal ernten, das hört sich so komisch an. Dass wir nur einmal draufdrücken müssen und alle Fische dann rauskommen? Ja, ne? Kannst du machen. Du willst ja keine schöne Farm, du willst ja nur eine funktionelle. Nee, ich möchte... Hör mal, Fischteiche, wie sehen Fischteiche aus? Die sind nicht in S-Form oder sowas angelegt normalerweise, oder? Es soll ja auch ein bisschen realistisch sein. Die kann man aber auch schön anlegen. Doch, die sind eigentlich, so ein Fischteich ist ja, kommt aber an, wenn er künstlich angelegt ist. Ja, selbst dann ist er ja ein bisschen oval oder ein bisschen unförmig und nicht unbedingt rechteckig oder irgendwie sowas. Und überhaupt. Jein. Also, die sind dann eher, ja, doch so ein bisschen viereckig. Scheiße, ich habe das Falsche gepflanzt. Och, was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Ich dachte, ich hätte Mais drin gehabt, aber das habe ich nicht gesehen. Ich wollte ihn eigentlich nur bewässern und habe dann Salat ein bisschen auf das Maisfeld gemacht. Nicht schlimm. Geht schnell. Ach, du hast den... ja, ich glaube, ich weiß, was du... Ja, ich hatte vorhin Salat gepflanzt gerade eben und dann bin ich da bewässern gewesen auf Mais, aber drei waren komischerweise fertig davon und die hat er natürlich dann einmal neu gemacht.
ich habe hier keinen Platz. Könnt ihr Bäume euch vielleicht mal ein bisschen woanders hin bewegen? Also das finde ich jetzt aber nicht nett hier. Aber wir brauchen Medaille, dass wir wenigstens mal so einen Punkt da hinten hinsetzen können. Irgendwie und auch. Aber wenn wir da hinten was hinsetzen, dann müssen wir da nicht auch einen, wie heißt das? So einen Tankwagen. Ja, yeah, weil da kommen ja die Bäume hin. Machen. Ja. Hatten wir ja gesagt. Also da auf der Karte links, das meinst du, ne? Wo ich jetzt gerade bin. Oder soll ich denn wissen, wo du bist? Also warte mal, jetzt kann ich gucken. Ja, ja, da am Ende hatte ich ja gesagt, machen wir eins hin. Aber dazu brauchen wir halt, wie gesagt, noch zwei Medaillen. Weil das brauchst du halt vier für. Ja, und ich dachte, man kriegt die Medaillen im Haus irgendwie, aber kriegst du nur die Quest, ne, meine ich, ne? Ja, im Haus aktuell nicht. Ich hoffe, dass sie das wieder ändern, so wie sie es früher hatten, dass du dann im Haus, sag ich jetzt mal, die größeren Sachen, die du da machen kannst am Ende, dass du dann da auch Medaillen mitbekommst. Weil das war so meine Haupteinnahmequelle sozusagen im Haus. Und natürlich später, wenn du dann eine größere Farm hast, also auf meiner Main-Farm ist es so, dass du halt nur noch guckst, dass du die Quests, ne, dass du Sachen anbaust, die du halt eben brauchst und dass du die dann so nach und nach aberntest. Das ist so das. Wie mache ich das jetzt hier? Ich stelle die jetzt einfach erstmal hier so ein bisschen hin, damit die da oben so ein bisschen weg sind. Stellt er sich jetzt mega toll hier. Hm? Jetzt habe ich hier keinen Tank, kein Ding, jetzt muss ich einfach zurückporten. Zum Mist. Ja, so ist das. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier die Dings hier wegkriegen. Die Hühner. Nein, ich will die nicht löschen. Ich will die nur umsetzen. Ja, die können wir ja zum Beispiel... Achso, davor haben wir die schwarzen Hühner. Ich setze sie jetzt erstmal hier drin. So. Dann haben wir ja die Möglichkeit... Ich zeige das mal eben, weil hier so ein kleiner Hubbel ist. Auf Q zu drücken und dann auf das letzte hier auf Gelände zu drücken und dann in dem Fall ein Grashubbel und Y drücken und einmal in der Mitte drauf drücken und dann haben wir den hier flach. Das war jetzt nur so ein kleiner Hubbel, der mich hier gestört hat, deswegen. Also ich glaube, da hast du. Hä? Ich glaube, da hast du jetzt keine Probleme damit, wenn ich den hier wegmache, deswegen. So. Dann, warte mal. Oh, die sind sogar Quest gerade. Wo ist denn... Ach, das war das wegen dem Baum hier, ne? Du bist der normale Clownsfisch. Ach so, ich hab den... Ach, ich bin auch doof. Ich hab nicht den genommen, der wenig kostet. Ich hab den anderen genommen. Ich meine, wir können das ja später auch immer nochmal auf schön machen. Das ist ja jetzt nur, dass das jetzt am Anfang so ein bisschen effektiv ist, sag ich mal. Ne? Stimmst du mir dazu oder stimmst du mir dazu? Nee, behaupte das Gegenteil. Dass man das später auch nochmal schön machen kann. Ich meine, so wie es jetzt hier aussieht, ist es vielleicht nicht unbedingt so schön. Schöner Wohnen oder schöner Farmen? Schöner Fischen. Hättest du jetzt nicht mitgerechnet mit der Antwort, ne? Nee. So. Das ist nämlich der... Das ist erschreckend, was du von deiner Tochter übernimmst. Was? Haben wir eigentlich gar keinen Port... Nee, noch gar keinen Portpunkt, ne? Nix. Doch nur den... Nee, wir hatten, glaube ich, alles tatsächlich darauf gespart, dass wir... das mit dem Landschaftsbau machen können, sobald es freigeschaltet wird. Das ist so unnütz eigentlich. Weil wir hatten so viele Dinger auf einmal hier. Nee, haben wir nicht. Das Aubergine, eine Zucchini. So, warte mal. Das ist zum Beispiel, ja, das ist eigentlich was ich auch gerne versetzen würde.
meine, den Hubel können wir ja lassen, aber den Hubel vielleicht ein bisschen nach links setzen. Die Möhren sind voll. Du hast wieder... Ach, du hast wieder nichts gemacht, ey. Ich bin ja gerade die Farm am Verschönern. Gurken sind auch voll. Ich muss jetzt mal was verkaufen hier. Das ist ja, das ist unproduktiv, wenn man... Du weißt schon, dass das alles unter diesen Auberginenzeichen läuft. Ja, aber... Nicht die Möhren sind voll, die Gurken sind voll. Ja, yeah, du bist auch voll manchmal, aber das ist... Ich habe langsam das Gefühl, du bist ein bisschen leer. Warte mal, kann man das hier... Die Diamanten sind leer gerade. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht. So, nein. Boah. Kann ich alles verkaufen. So. Jetzt ist es hier nämlich besser. Dann könnte man das nämlich noch eins weiter nach rechts machen. Aber... Wir müssen es hier erstmal um die Fische kümmern. Ey, das ist so durcheinander hier gemacht bei dir, ey. Das sind alles die gleichen. Ja, das ist mir allerdings auch aufgefallen, dass ich damit überhaupt nicht mehr zurechtkomme. Obwohl wir beide gesagt haben, okay, dann machen wir das und das da und dahin. Aber ich irgendwie jetzt nicht mehr weiß, was wo ist. Das ist auch das Einzige, wo das so ist. Bei meinen anderen Farmen habe ich das überall gleich gemacht, damit ich überhaupt noch irgendwas finde. Medaille für eine Erweiterung des Benzin. Ach du Schande. Ne. Ja, Benzin, aber ich habe das Benzin schon ein paar Mal erweitert gehabt, also da ist schon ein bisschen... Nee, hast du nicht, lüg doch nicht. Doch. Ich würde sagen, damit die Folge heute nicht so lange wird und weil es jetzt auch schon so dunkel ist, dass wir noch ein bisschen hier in die Nacht weiter arbeiten und dass wir ja zur nächsten Folge uns dann gleich wiedersehen. Dass wir hier einfach einen kleinen Cut zwischendurch machen und wir uns dann gleich in der nächsten Folge quasi auch wieder in der Nacht wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.